Ein sonniges herzlich willkommen zu unserer Hundevermittlung im August und September 2017. Es ist ein bisschen windig, ich hoffe, man hört das nicht, aber das Wetter ist traumhaft. Wir haben heute wieder sensationelle Hunde, die wir euch vorstellen. Viel Spaß dabei. Und anfangen werden wir mit der zweiten Chance, da würde ich sagen, der kommt mir bekannt vor, das ist der Oliver. Den Oliver hatten wir schon mal vorgestellt im Mai, Juni 2016 bei TMTV. Und da muss man wirklich sagen, da war er noch eine Wildsau. Ja. Inzwischen, knapp anderthalb Jahre später, man hat wirklich viel mit ihm hier im Tierheim gearbeitet. Werden wir euch auch sagen, was alles besser geworden ist. Und das ist reichlich. Silke, ja. Fangen wir an mit dem Oliver. Er sollte eine zweite Chance haben, weil er wirklich so toll geworden ist inzwischen. Ja, also man sieht es natürlich auch bei ihm. Er ist halt sehr sportlich und temperamentvoll und er möchte natürlich nicht nur körperlich, sondern auch geistig ausgelastet werden. Was ich natürlich total vergessen habe, oder was wir beide vergessen haben, der Oliver ist unschwer erkennbar ein American Staff Terrier, der im Juni 2014 geboren wurde und seit April 2016 bei uns im Tierheim ist, also fast anderthalb Jahre. Und wir sind da auch wirklich der Meinung, der ist inzwischen so toll geworden, der muss einfach jetzt irgendwann mal vermittelt werden. Ja. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Das Wichtigste haben wir nur vergessen. So, was hast du gesagt? Sportlich, temperamentvoll. Da kann ich dann gleich dazwischen setzen, dass der inzwischen mit seinen Spaziergängern auch regelmäßig joggt und das funktioniert ganz hervorragend. Ja, und er läuft inzwischen auch schon recht gut am Fahrrad. Wir haben damit jetzt angefangen und das klappt ganz gut. Der ist zu Menschen absolut offen, freundlich. Ja. Er ist halt ein Küssehund. Ja, aber er passt auch auf seinem Territorium. Ja, das macht er auch für Sicherheit. Ja. Was ganz, ganz wichtig ist, gerade gegenüber der ersten Vorstellung, dass sein Grundgehorsam und auch seine Leinenführigkeit inzwischen wirklich stark verbessert haben. Ja. Er ist draußen wirklich klasse. Und das Grundgehorsam, ihr seht es ja auch an den Bildern, ist inzwischen klasse. Ja. Muss natürlich eingefordert werden, wie es halt beim Steph auch oftmals so der Fall ist. Mhm. Ja, und er ist zwar ein Einzelhund und unverträglich mit Artgenossen, aber Hundebegegnungen sind inzwischen überwiegend stressfrei geworden. Ja, absolut. Das muss man auch so sagen. Und er ist auch, wenn er in der Hundegruppe, man geht ja mit ihm inzwischen auch wirklich viel in der Hundegruppe, das klappt auch mit Maulkorb, auch an der Leine total entspannt, absolut super. Ja, er hat einen starken Jagdtrieb, deswegen sollten keine anderen Tiere im Haushalt sein. Teenager, so ab 14 Jahren, wären aber okay. Ich sage ja mal standhafte Teenager, ab 14 Jahren. Ja, und eigentlich ist er wirklich, er ist einfach ein toller Kerl, der seinen Menschen gefallen will und der einfach insgesamt jetzt entspannter durchs Leben geht. Ne? Ich bin ja so ein totaler Oliver-Fan. Du hast ihn so lieb, ne? Du hast schon wieder nur Herzchen in den Augen. Das habe ich aber seit Anfang an, ich mag den Oliver. Zweite Chance für Oliver, sofern Interesse an Oliver, einfach mal im Tierheim vorbeischauen oder anrufen. Scheiße. Reicht den? Mit dem unfassbar gefräßigen Chihuahua Lucky geht es weiter. Der Lucky ist am 20.03.2015 geboren, seit 22.06. bei uns im Tierheim. Der kam über einen anderen Tierschutzverein zu uns. Mhm. Und was gibt es zu diesem freundlichen und aufgeschlossenen und wie gesagt unfassbar gefräßig bestechlichen Chihuahua für weitere Informationen? Ja, also er ist doch sehr temperamentvoll und er möchte aber auch viel unternehmen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Charakterstark? Ja. Ist er? Ja. Möchte ernst genommen werden, trotz seiner erzieherlichen Größe? Ja, das ist es nämlich, denn auch ein kleiner Hund braucht klare Regeln und Grenzen. Ne? Das ist genau richtig. Er ist mit Artgenossen verträglich. Ja, wir würden ihn gerne als Zweithund vermitteln, da er wirklich mit groß und kleinen Hunden spielt. Und er geht auch in der Hundegruppe große Runden spazieren. Wir suchen auf jeden Fall keine Chihuahua-Freunde, die ihn in der Handtasche spazieren führen, sondern
aktive Halter, die allerdings auch Erfahrungen mit Chihuahuas haben. Ja, denn also so hochgenommen und auf dem Arm genommen werden, das will er auch nicht. Ne? Er hat vier Beine und auf denen will er auch laufen. Ne? Und auch gerne längere Strecken. Ja. Er macht ja hier auch große Runden, ist dann auch teilweise 4-5 Kilometer sind so unterwegs. Mhm. Macht er wirklich gerne. Das Alleinebleiben muss er noch lernen. Ja, er markiert dann in der Wohnung. Das muss man ihm auf jeden Fall noch beibringen. Mhm. Es gibt noch was, ein bisschen was Negatives. Aber nur so ein bisschen. Mhm. Der Lucky hat Epilepsie. Ja, er ist aber sehr gut eingestellt. Er bekommt einmal täglich ein Medikament, das er auch gut nimmt. Denn man muss schon sagen, Essen ist seine große Leidenschaft. Und da muss man auch wirklich ein bisschen aufpassen. Ne? Ein bisschen was kann noch runter. Ja, aber das, da sorgt die Tierpflegerin schon für. Kinder ab 10 Jahren, denken wir, wären okay. Mhm. Ja, und sonst ist es wirklich ein prima Kerl. Ne? Und ihr habt es ja nun auch gerade an den Bildern gesehen. Wunderbare Bilder zu dem Lucky, der unser Herz sehr schnell erweicht hat, obwohl wir ihn gar nicht kannten. Groß, toller Hund. Und jetzt gibt es auch noch ein Leckerli. Aber nur noch eins. Ein einziges nur noch. Ein einzigen Leckerli gibt es noch. Weiter geht es mit den Hunden, die aufgrund der Hundevermittlung vom Vormonat, letzten Monat war es ja etwas kürzer, weil das Wetter nicht mitspielte. Da waren es nur 4 Hunde, aber 3 davon haben neues Zuhause gefunden. Die zeigen wir euch jetzt noch mal. Und zwar die bezaubernde Lizzie hat ein neues Zuhause gefunden. Ja, der fröhliche Sammy ist ausgezogen. Und wer noch? Der liebe? Mojo. Da drücken wir natürlich Hund und Haltern ganz kräftig die Daumen für viele schöne gemeinsame Jahre. Dann hat ein Hund, den wir vorgestellt haben, das war ja eher so ein bisschen was Großes, bereits Interessenten. Ja, genau. Und der Duhmann. Ne? Also auch für den sind schon Interessenten da. Trotzdem, guckt euch die Hundevermittlung vom Vormonat noch mal an, denn das war wirklich sehr lustig. Das war es tatsächlich, vor allem das Wetter. So, weiter geht's mit dem nächsten Hund. Mit der bildhübschen Nelly, einem Border Collie, geht es weiter. Die Nelly ist im Januar 2014 geboren, seit Juli bei uns im Tierheim aus gesundheitlichen Gründen der Halterin. Mhm. Und die Nelly ist bereits durch mehrere Hände gegangen. Ja. Und ihr nächstes Zuhause soll auch tatsächlich dann ihr letztes Zuhause sein. Ja, deswegen suchen wir auch wirklich Halter, die bereits Erfahrung mit Hütehunden haben. Und ich sag mal so, Hundesport ist bei Nelly Pflichtprogramm. Weil die möchte körperlich und geistig ganz wichtig ausgelastet werden. Ja, sie hat einen ausgeprägten Hüte- und Jagdtrieb. Also da macht sie auch vor Autos, Radfahrern, Joggern nicht Halt. Und auch keine Katzen und Kleintiere? Nein, die sollten nicht im neuen Zuhause sein. Nein. Sie ist aber sehr gelehrig. Sie ist arbeitswillig, wissbegierig. Also eigentlich fragt sie dich den ganzen Tag, mach was mit mir, mach was mit mir. Beschäftigt, ne? Werden. Ja, ja. Man sieht es ja auch gerade an den Bildern, sie ist sehr, sehr menschenbezogen, anschmiegsam und irrsinnig verschmust. Ja. Kinder ab 10 Jahren werden auch in Ordnung, ne? Dürfen dennoch sagen wir, es ist kein reiner Familienhund. Nein, genau, aber sie ist ja eben kein reiner Familienhund, sondern sie ist ein Sport- und Arbeitshund, die den starken Familienanschluss aber braucht. Ne? So mit Artgenossen ist es so ein bisschen nach Sympathie verträglich. Ja, und denn an der Leine zeigt sie sich schon eher zickig und abweisend, ne, zu Artgenossen. Aber das ist so eine Süße. Ja, es ist wirklich eine ganz feine Maus. Die immer nur gefallen will. Die Nelly will immer gefallen. Genau, und sie muss halt arbeiten, um ausgeglichen zu sein. Ne? Ja, ganz wichtig. Überhaupt das Wichtigste, finde ich. Körperlich und geistig. Ja. Wird gerade bei Border Collie immer unterschätzt. Ne? Ja. Körperlich ja, aber geistig, ja. Genau. Es wird gerne vergessen. Die bildhübsche Border Collie Dame Nelly, 3,5 Jahre alt, wartet bei uns auf ein neues Zuhause, sofern Interesse, lasst es uns wissen. Hui. Oh. Das ist die Hundevermittlung der sensationellen Hunde, wie ich finde, denn auch der Fiete, den wir euch jetzt vorstellen, ein Jack Russell Mix, wird sich von seiner besten Seite zeigen. Ich bin mir auch sicher, diesen Monat werden unsere Hunde ganz, ganz schnell ein neues Zuhause finden. Der Fiete ist am 25.08.2012 geboren, kam im Juli zu uns ins Tierheim aus persönlichen Gründen des Halters und
was haben wir denn zu diesem menschenbezogenen Lieben, Verschmusen? Ich will jetzt nicht die ganzen positiven Sachen bei Fiete auszählen. Doch, kannst du ruhig, es gibt nur positive. Ja, es gibt ja bei diesem Hund nichts Negatives. Genau, er ist albern, er ist verspielt, er ist küssig, ne? Er geht super gerne spazieren. Ja, auf jeden Fall, ne? Mit Artgenossen verträglich. Ja, alle Hunde lieben. Ja. Und ja, naja, er kontrolliert sie auch manchmal, ne? Aber verträglich ist er. Kinder ab 10 Jahren, denken wir, absolut kein Problem. Ja. Und er kann auch stundenweise alleine bleiben und er ist auch stubenrein, ne? Woran man noch arbeiten muss, ist an seiner Angst vor dem Tierarzt. Ne? Denn die muss er noch verlernen, denn er schnappt da auch aus Angst mal zu, wenn es da wirklich so um intensive Behandlungen geht. Ne? Wenn man ihn jetzt so mal richtig fixieren müsste oder so, dann kriegt er Panik. Ne? Aber da haben ja andere Hunde auch Angst. Ja, natürlich. Das ist ja nicht nur bei Fiete ja, so. Nein, aber da kann man ja auch dran lernen. Auf jeden Fall. Ja. Du hast ja doch was Negatives gesagt. Das ist ja einfach eine Feststellung. Ja. Eine Feststellung. Und jetzt kommt natürlich noch was Positives, denn meine liebe Kollegin sagt, ich finde, es ist ein toller Kerl. Ja, und der sonst recht entspannt so durchs Leben geht. Und er ist auch bildhübsch. Ich mag ihn auch. Fiete ist ein bildhübscher Jack Russell Mix. Komm, jetzt will Silke dich noch mal zum Ende vor die Kamera. Direkt auf, das klappt auch wunderbar. Na? Haben wir tolle Hunde und es kommt noch einer. Du bist immer mein Hase, ne? So, das war der Fiete, sofern Interesse. Das ist mein Hase, ne? Ja. Sofern Interesse. Nee. Okay. Und Nummer, weitere Infos. Fiete, guck mal, ich hab ja auch noch... Leider nicht. So. Jetzt? Ah, jetzt darf ich auch noch mal. Du bist ein Süßer. Ja, ist er. Jetzt kommen wir zum Tierheim TV Gewinnspiel. Unterstützt durch Animonda. Wie jeden Monat, so auch diesen Monat, könnt ihr Animonda Hundefutter im Wert von 100 Euro gewinnen, wenn ihr den Satz vervollständigt. Ich gucke Tierheim TV, weil... Und Foto von euch und eurem Hund. Ja. Kurze Information an tierheim-hannover.de. Kameramann sagt Druck, Druck, Druck. Wir haben so viele Einsendungen bekommen. Unfassbar. Jetzt zeigen wir euch erstmal ganz schnell noch den Vormonatssieger. Ceylan hat uns dieses schöne Foto von Lucy und Phoenix geschickt. Vielen Dank dafür. Und da sieht man auch, wie viel das ist. Es wird ja direkt auf den Hund abgestimmt. So, und jetzt zeigen wir euch mal 10 Einsendungen. Ganz schnell mal durchgehen, die Hunde. Die Kirsten Hohgräfe mit Jela aus Göttingen. Ja, Nadine Wulff mit Iron. Unsere ehemalige Auszubildende, die Pauli, Grüße an dich, mit Dino. Hm. Leon Hert hat mitgemacht mit Abby aus Hesel, Ostfriesland ist das. Dann haben wir die Monika Jan Weitschak mit Chico. Ja, Jule Glennemeyer mit ihrem kleinen Freund. Andrea Tech mit Gonzo. Maria Martin mit Kuba aus Springe. Dann die Karin Schwiening hat mitgemacht. Und Petra Teuber mit ihrem bildhübschen Rotti. So, du mischst jetzt schnell. Ja. Ich stelle noch mal ein Foto oder gerne mehrere Fotos von euch und eurem Hund. Kurze Informationen zu euch beiden und den Satz vervollständigen. Ich gucke Tierheim TV, weil. Und das schickt ihr wie immer an tierheim-hannover.de. Wir sind so ein bisschen unter Zeitdruck. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Jetzt Ene, Mene, Mu und ab bist du. Ich nehme mal hier aus der Mitte. Willst du mir das nicht gehen? Asse. Die Siegerin. Die Kirsten Hohgräfe mit Jela aus Göttingen hat gewonnen. Ja, und sie schreibt, ich gucke Tierheim TV, weil wir selber einen Hund aus dem Tierschutz haben und es einfach Spaß macht zu sehen, mit welcher Freude und welchem Engagement ihr für die Wuffis neue Zuhause sucht. Wunderbar. Kirsten, Animonda setzt sich mit euch in Verbindung, damit das Futter direkt auf euren Hund abgestimmt wird. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Foto, wenn das Futter bei euch ankommt. Das war das Tierheim TV Gewinnspiel, unterstützt durch Animonda. Weiter geht's. So, wir sind beim letzten Hund angelangt und meine Kollegin ist unfassbar verliebt. Ist die nicht süß? Ist die? Der letzte Hund ist Renata. Renata ist im Februar 2017 geboren, also noch nicht mal 6 Monate alt, ein Mischling. Seit Juli bei uns im Tierheim, hat
Die Renate hat ihren Ursprung in Rumänien. Das ist eine so süße Scheißmaus, das gibt's ja gar nicht. Ich mache einfach mal weiter, weil meine Kollegin ist derart hin und weg von Renata. Es ist ein absoluter Rohdiamant. Die muss jetzt wirklich alles noch kennenlernen. Ja, die geht über Tische und Bänken, die hat nur Dönekes im Kopf. Ja, über dich ist sie ja auch. Okay. Man sieht das ja auch anhand der Bilder. Du hast ja schon auf dem Boden quer gelegen. Die ist ja, die so ist, lustig. Die ist offen, freundlich, selbstbewusst, neugierig, ja, verspielt. Voller Tatendrang. Du wolltest jetzt auch noch mal was sagen. Ja. Verträglich mit Artgenossen. Ja. Die probiert sich natürlich jetzt ein bisschen aus. Ja. Wie weit kann ich gehen? Ja. Und Kinder ab 6 Jahren wären okay. Sie kann natürlich noch nicht alleine bleiben und ist natürlich auch noch nicht stubenrein. Wie gesagt, sie muss wirklich alles lernen und ist wirklich eine kleine Chaotin. Ist sie. Wir suchen Halter, die jetzt die ganze Welt im Grunde zeigen. Jetzt wird der Kameramann noch mal um gar nicht so gespielt. Komm her, komm schnell. Und hier natürlich Hundeschule wäre natürlich grundsätzlich, um noch mal ernst zu sein, Hundeschule wäre natürlich sehr sinnvoll. Die muss halt wirklich das Einmaleins der Hundeerziehung noch lernen. Guck mal hier, was habe ich denn hier? Was ist denn? Das ist eine verrückte Nudel. Also man braucht auf jeden Fall Geduld, man braucht man braucht Zeit, ne? Geduld und ganz viel Liebe. Du hast es ja schon, du bist ja verliebt ohne Ende, ne? Ja. Wollen wir nicht lieber Renata raus und nimmst Renata mit? Hast ja noch nicht genug Tiere. Die Renata, unser letzter Hund diesen Monat, und die ist auch wirklich süß. Also die muss man einfach in Natura sehen. Man verliebt sich wirklich sofort in sie. Man will einen jungen Hund haben, hat Lust, viel zu arbeiten, ja, mit dem Hund. Das muss man natürlich tatsächlich machen. Wird man wirklich auf seine Kosten kommen, weil die Renata ist einfach. Die hat so viel Dampf auf dem Kessel, oder? Terror! So, Kameramann sagt ein bisschen Tempo, daher, ja, kommen wir jetzt schnell zum Ende. Ja. Renata, Infos bei uns im Tierheim. Ja. Für die Zuschauer, die uns auf H1 sehen, willst du heute mal die Termine sagen? Du hast sie wohl vergessen. Nein, ich habe sie nicht vergessen. Also von 20 Uhr bis 20.30 Uhr am 15.09. gibt es das Tierschutzmagazin. Du bist sensationell. Es ist ein Freitag und eine Woche später, den Freitag, ja, am 22.09. von 7:45 bis 8:45, eine neue Hunde- und Katzenvermittlung, sofern wir diesen Monat nicht fündig geworden sind. Es waren so tolle Hunde. Kann ich mir kaum vorstellen. Das ist überhaupt nicht, glaube ich, alle 5 Hunde sind weg. Das war's für diesen Monat. Renata, Silke und ich verabschieden uns von euch. Haltet uns die Treue. Bis denn. Tschüss. Was ist denn hier los? Knutschi, Knutschi, Knutschi. Du bist so eine Scheißmaus.